Katzen? Wir haben den Hauptrechner analysiert, den Mason und Woods vom Yamantau geholt haben. Und? Perseus suchte nach den Namen der Schläferagenten, die Dragovic 68 eingesetzt hat. Geben Sie sie durch. Wir schicken Adlers Team, um sie ausfindig zu machen. Perseus hat sie gelöscht. Verdammt. Es gibt nur noch einen Ort, wo sie diese Informationen finden. Die Lubjanka. Was? Das KGB-Hauptquartier? Warum hat sie Perseus nicht selbst da rausgeholt? Keine Ahnung. Vielleicht handelt er ohne Autorisierung. Ich sag Adler Bescheid. Aber wir müssen das entweder richtig machen oder gar nicht. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit Call of Duty Cold War und wir werden heute das KGB-Hauptquartier stürmen. Ich wünsche euch viel Spaß. Gerade gehört, Belikov ist wieder in Moskau. Ihr kennt den Plan. Bell, du kommst mit mir. Lazar, bereit machen zur Evakuierung. Du nimmst ihn mit zum KGB? Bist du verrückt? Warte, bis Mason oder Woods zurück sind. Ich brauche weder Mason noch Woods. Ich brauche Bell, er ist unverzichtbar. Macht dir das Spaß? Du setzt die ganze Operation unnötig aufs Spiel. Das ist nicht unnötig, sondern kalkuliert. Denk dran, wenn ihr die Sache verbockt, kriegen wir diese Namen nie. Dann war's das. Ich weiß, du schaffst das. Hudson traut niemandem, den er nicht kontrollieren kann. Die Lubjanka, das KGB-Hauptquartier in Moskau. Die Akten über die Schläferagenten sind im Archiv in einem Atomschutzkommandobunker 30 Meter unter der Erde. Der einzige Weg rein oder raus ist dieser Hochsicherheitsaufzug. Wir brauchen entsprechende Vollmachten. Da kommt unser Kontaktmann Belikov ins Spiel. Belikov ist seit fast 10 Jahren unsere Quelle im KGB. Er bringt uns rein. Er hat uns am Yamantau geholfen und es wieder tun. Das ist Wahnsinn. Selbst für ihn. Macht er wirklich mit? Eine akute nukleare Bedrohung rechtfertigt jegliches Risiko. Da würde er mir sicher zustimmen. Sims, hol Belikov an den Apparat. Hallo, Belikov на трубке. Извините, я думаю, что это посольство Сингапура. Bauen wir mal eine sichere Verbindung auf. Wir sind fast bei den Tunneln. Hast du Zugang zum Bunker? Tja, wir sind mal optimistisch, oder? Ich weiß, dass du alles unter Kontrolle hast. Eins noch. Einer unserer Informanten in Ost-Berlin hat vor kurzem die Seiten gewechselt und ist nach Moskau geflohen. Wir haben Grund zu der Annahme, dass er heute in der Lubjanka ist. Er weiß zu viel über unser Berliner Netzwerk. Ich denke an vorzeitigen Ruhestand. Verstanden. Wir treffen dich am Kellereingang, sobald du den Bunkerschlüssel hast. Genosse Belikov, Sie werden oben im Konferenzraum erwartet. Minister Gorbatschow vom Zentralkomitee ist hier. Oh. Der Mr. Gorbatschow. Ja, den wollen wir ja nicht warten lassen, ne? Mir leid. Sie werden morgen wiederkommen müssen. Wow. Also, mich würde ja schon mal interessieren, ob das auch in real alles so ausschaut. Halt, wir müssen hier hoch. Und vor allem auch mit dem Bunker und so weiter, ja. Ich glaube, das hier alles nur im Game involviert ist.
Genosse Belikow, setzen Sie sich. Jawohl. Generalsekretär Brezhnev hat Interesse an der neuen Sicherheitssituation. Es gibt einen Maulwurf im KGB. Das Komitee will, dass jemand von der ersten Hauptverwaltung die Untersuchung Oberst Kravchenkos überwacht. Falls Sie ihn noch nicht kennen, das ist Imran Sakaev. Vielen Dank, Minister Gorbatschow. Danke Ihnen allen für den warmen Empfang. Es gibt keine größere Tragödie als ein von Ihnen zerstörtes Heim. Vertrauen in einer Familie ist heilig. Offenbar teilen nicht alle ihre noblen Ansichten. Genosse Belikow, als Sicherheitschef setzen Sie alles daran, diesen Maulwurf aufzuspüren. Wie weit sind Sie? Ja, wie weit sind wir? Ich bin nicht sehr geduldig, Belikow. Oder besonders mitfühlen. Für den Moment will ich stärkere Sicherheitsmaßnahmen rund um den Bunker. Sakaev, haben Sie vielleicht eine Empfehlung? Wir sollten den Zugang beschränken. Außerdem würde ich Sie alle gerne besser kennenlernen. Ich will Ihre Hoffnungen kennen, Ihre Ängste und Ambitionen. Tun Sie das, aber ohne zu starke Störungen des Ablaufs. Und Sie, Belikow? Beginnen. Wem würden Sie in dieser Lage noch Zugang zum Bunker erlauben? Was wählen wir jetzt hier aus, ne? Genosse Belikow, Entschuldigung, auch Ihr Bunkerzugang wurde aufgehoben. Sind wir lieber vorsichtig, was? Minister Gorbatschow, ich halte es für das Beste, wenn General Tscharkow momentan den einzigen Bunkerschlüssel hat. Nun gut, kümmern Sie sich. Sorgen Sie sich nicht weiter. Ich habe angeordnet, die Bunkerschlüssel einzusammeln. Genosse Belikow, wir sind in großer Gefahr durch die Kapitalisten. Unser Kollektiv, unsere ganze Art zu leben, steht auf dem Spiel. Der Verräter wird gefangen. Und er wird für seinen Verrat teuer bezahlen. Belikow, Sie können gehen. Ja, Genosse. Na gut, das hört sich ja jetzt nicht gut an. Nutze die KGB-Karte, um verschiedene Wege zu erkunden, um an einen Bunkerschlüssel zu kommen. Die Karte wird ständig aktualisiert. Und suche den Überwachungsraum. Ich werde beobachtet. Ich brauche einen Bunkerschlüssel, aber zuerst muss ich mich um die Kameras kümmern. Okay. Dann auf zum Überwachungsraum. Die Frage ist jetzt... Ach, da unten. Okay, das habe ich jetzt gesucht. Genosse? Der Bereich ist abgesperrt. Genosse, wenn ich hier entdeckt werde, fliege ich auf. Genosse, was kann ich für Sie tun? Jetzt muss ich die Leiche verstecken. So, den haben wir schon mal hier entsorgt.
Ist ja auch ein witziger Schalter, für die Kameras auszuschalten. Ja, das wissen wir doch mit der Karte. Ich brauche einen Bunkerschlüssel für Adler, sonst kommt er nicht an den Tresor. Ach, leider ist Charkov nun der Einzige, der noch einen Schlüssel hat. Okay, wir haben also mehrere Möglichkeiten. Im Büro ist wahrscheinlich... Ach, wir kommen. Büro des Generals. Das probieren wir. Hier machen wir wieder zu. Was kann ich für Sie tun, Belikov? Der General befragt einen Gefangenen. Ansonsten sollte er verfügbar sein. Sagen Sie mir einfach Bescheid. Ich habe eine Chance, Charkov umzubringen. In Kravchenkos Büro finde ich sicher das nötige Gift. Es lehrt einen Demut, diesen Ort von innen zu sehen. Halt, ist das eins weiter unten, oder? Schauen wir nochmal auf die Karte. Ach, das ist der Aufseher hier, okay. Da müssen wir runter. Okay. Oh, gesperrter Bereich. Na, geh auf. Geht ja auch mal weiter. Das als Verrat. So, die Leiche verstecken wir. Aber uns hat ja noch einer fast entdeckt. Da müssen wir jetzt erst noch mal schauen hier. Oh.
Gut, Leiche ist versteckt. Machen wir wieder zu. Oh, da ist ja noch einer. Mist, der ist voll. Schon praktisch, dass da so viele Schränke rumstehen. Gut, jetzt versuchen wir hier mal das Schloss zu knacken. Wollten wir hier nicht ein Gift organisieren? Nova 6, okay. Vielleicht gibt es im Büro irgendeinen Hinweis auf die Kombination. Verschlossenen Schrank, okay. Oh. Okay. Dann machen wir wieder zu. Ah, ich habe, glaube ich, schon eine Idee. Muss aber nochmal an den Rechner ran. Die Nova 6 Einträge. Wir haben hier die Zusammensetzung vom Periodensystem. Wir haben hier Schwefel. Dann haben wir Rhenium und Neodym. Verbleibende Fiolen im verschlossenen Schrank. Hier haben wir es nämlich nochmal. Schwefel, Re, Neodym. Okay. Und da suchen wir uns jetzt einfach mal die Nummer dazu. Hier die 16. So, haben wir das 75. Und die 60. Das probieren wir jetzt mal aus hier. Also 1, 6, 7, 5, 6, 0. Sehr gut. Gut, jetzt müssen wir nochmal ins Büro. Was war denn hier eigentlich drin? Oh, was haben wir denn hier noch? Schauen wir uns das alte, schauen wir uns hier erst nochmal an. Der Wachmann der Waffenkammer mag kubanische Zigarren. Vielleicht kann ich ihn bestechen. Ja, neugierig, deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wo wir hier rauskommen. Ah, okay. Sie verfolgen meine nicht autorisierte Kommunikation. Ich kann es so aussehen lassen, als käme sie von Charkow.
So, was haben wir hier? 157-823-43205. 7761-908. Und was fehlt jetzt noch? Die 157 haben wir doch hier links schon stehen. 823-432. Sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich blick's jetzt gerade nicht. 876 genommen. Ach so, die sind nicht verfügbar und dann war 876 verfügbar wohl. Oder? Und die 599 taucht hier auch nicht auf dem Zettel auf. Also letztendlich einfach die Zahlen genommen, die nicht auf dem Zettel sind. Wo ist der Drucker? Hier. Ist ja schon witzig, also gucken wir jetzt mal, wo uns der Schacht weiterhin hinführt. Ah, okay, hier wären wir auch ohne Schlossknacken reingekommen. Ist ja cool. Okay, da kommen wir anscheinend jetzt nicht drauf. Und schauen wir erstmal hier, ob wir den Schlüssel umprogrammieren können. Genosse, was kann ich tun? Tut mir leid, Genosse Belikov, aber Sakajew hat die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Sie brauchen die Erlaubnis der Kommandozentrale. Schönen Tag noch. Gut, wir riskieren hier mal lieber nichts.
Archiv. Gut, müssen wir nicht unbedingt rein, ne? Die Frage ist, wo gehen wir als nächstes hin? Zum ersten Mal unsere Spuren verwischen. Belikov, haben Sie schon den Maulwurf? Charkov? Das ist absurd. Wo sind die Beweise? Wie konnte mir das denn nur entgehen? Charkov wird bald hier vorbeikommen. Genau dann werden wir ihn festsetzen. Da ist Charkov. General Charkov, wie lange spucken Sie schon auf Mütterchen Ruslan? Wie bitte? Wissen Sie, mit wem Sie hier sprechen? Das tue ich. Ihre Orden werden Sie nicht länger schützen. Bitte leeren Sie Ihre Taschen aus. Oberst, sind Sie noch bei Sinnen? Gehen Sie nun darüber. Wenn Sie Charkov festnehmen, hole ich mir seinen Bunkerschlüssel. Tun Sie es einfach. Wollen Sie mich etwa so zu Fall bringen, Kravchenko? Ich freue mich schon auf die Reaktion des Zentralkomitees. Ich auch. Gehen Sie nun in diesen Raum und halten Sie den Mund. Was Sie mir zu sagen haben, können Sie auch dort sagen. Okay, ich muss jetzt runter in den Keller und Adlers Team reinlassen. So, wo geht's an den Keller? Wie kann ich Ihnen helfen, Genosse? Ludwig. Das Team braucht Uniformen, um sich zu tarnen. Ich sollte zwei Soldaten in den Tunnel locken. Hier, Belikov. Schickt ein Sicherheitsteam zu mir in den Heizraum. Sofort! Ich ob du Wort hältst. Ich hatte ja keine Wahl, oder? Mit dieser Karte kommt ihr mit dem Aufzug in den Bunker. Was ist mit Uniformen? Klingt, als wären sie jetzt da. Okay, ich locke sie durch und lenke sie ab. Ihr zwei macht den Rest. Bell, in Deckung. Kein Blut. Die Uniformen müssen sauber bleiben. Tam. Я нашел не запрудю дверь. Нету никакого оправдания то, не компетентности. У нас есть очень строгие протоколы. Что вы это придут вратить? Понятно? Ich muss los, aber ihr solltet alles Nötige haben. Falls jemand fragt, ihr untersteht Kommandant Sobol. Zieh dich um.
Kommandant Sovov. Also ziehen wir uns mal um. Hier. Waffen und Schlüsselkarte sind in der Tasche. Na los, hier entlang. Sind wir im Bunker? Gibt's kein Zurück. Oh, jetzt ist er entdeckt worden. Товарищ, можешь пустить нас? Ладно. Keine Metalldetektoren für uns, wir gehen außen rum. И куда это вы направляетесь? Досмотр обязателен для всех, без исключения. Вы должны пройти досмотр. Ой, war das jetzt gut? Доставьте вашу сумку сюда для досмотра. Пойдем нет нам необходимости. Дайте нам пройти. Не принимайте это близко к сердцу, товарищ. У меня приказ досматривать всех, без исключения. Товарищ, ты нужен за Каеву. Я разберусь. Спасибо, товарищ. Поставите, Белико. По-моему, езды нет. Пойдем. Das war ja jetzt knapp. Когда вы прибыли? Что вы делаете? Aufzugskonversation ist immer unbeholfen. Ausrüsten. Die werden sich nicht über uns freuen. Auf mein Zeichen. И прежде чем Кравченко успел... А ну-ка, оружие на землю! Oh, wo ist mein Buddy hier? Entweder geht rechts oder nicht. Das ist halt immer die Probleme an der KI.
И прежде чем Кравченко успел... Das gibt's doch gar nicht, ey. So sind denn die so mächtig hier? Zeit, bevor sie durchbrechen. Das schaut nicht gut aus. Das ist die Liste, Ben. Kopier sie auf eine Diskette. Die Tür.
Passt euch die Tür durch! Was macht denn unsere Diskette hier? 100%. Ja, schon los, oder? Ich hab die Diskette. Gehen wir. Haben wir die Diskette jetzt? Ja. Einer weniger. Sie regeln alles ab. Mir nach. Hier oben. So, wo müssen wir denn hin? War da irgendwas von Waffen erzählt, oder?
Gesetze. Bedienungsbau. Oh. Chuckernaut-Ausrüstung, ja? Jetzt nach oben. Lazar, wir treffen uns in 5 Minuten im südwestlichen Hof. Und wir bringen Berlikov mit. Die Rückbank ist ja groß. Sobald wir aus dem Aufzug raus sind, haltet immer auf dem Hof zu. Mach die Ladung bereit, Bell. Los geht's, Bell. Sehr cool gemacht, muss man wirklich sagen. Fällt mir wirklich gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, dann wisst ihr auch, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.